Freunde, nun haben wir wieder ein neues Jahr, 2015, und stehen in spannender Erwartung, was wohl uns dieses Jahr mit sich bringt. Ich richte diese Frage gerne an die geistige Welt der Engel und bekomme eine Neujahrsbotschaft von Erzengel Gabriel. Ich sehe Erzengel Gabriel vor mir in einem weiß-sonnigen Licht, strahlend zu allen Seiten hin, hochkonzentriert nach vorne in eine lichtvolle Zukunft schauend, mit offener Gestik, mit offenen Armen und der Botschaft: Es ist ganz wichtig, dass der Mensch voller Zuversicht nach vorne seinen Blick richtet und voranschreitet. Die lichtvolle geistige Welt und die Engel arbeiten an unserer lichtvollen Zukunft, denn das Schicksal der Menschheit ist von großer Bedeutung, stets gewesen und wird auch so bleiben. Wir leben in einem sogenannten neuen Zeitalter, wo wir beobachten, dass viel Wandlung stattfindet. Alte, verhärtete Strukturen sind am Abbrechen, doch halten viele Menschen in ihrer Spannung und Strenge und Dogmatismus noch am alten, festgefahrenen fest und versuchen, auf die aktuellen Probleme die alten Antworten zu geben. Langsam erwacht immer mehr ein kreatives Gedankengut, wo die Menschen mutig nach vorne schauen und kreativ denken, fühlen und handeln und sich nach neuen Impulsen umschauen, indem sie immer mehr von innen heraus schöpfen und auch im Außen immer mehr Werte auf liebevolle Besinnung legen. So haben wir eben auch geduldig und langsam in ein neues Zeitalter hineinzuwachsen, denn die Veränderungen finden nicht von einer Nacht auf die andere statt, nicht von einem Jahr zum nächsten. Es ist immer ein langsamer Prozess, dieser evolutionäre Bewusstseinsprozess. Dieser findet im Laufe von Generationen seinen Wandel statt. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir das globale Weltgeschehen mit unserer Liebe unterstützen, mit unserer grenzenlosen Hoffnung und Zuversicht, und dass wir von der lichtvollen Zukunft der Welt, der Menschheit und auch unserer überzeugt sind, dass wir mit unserem Mut, mit unserer Freude vorbildhaft voranschreiten und aus der inneren Besinnung heraus an neuen Ansätzen eben auch arbeiten. So wie die Engel mit ihrer Engelsgeduld uns niemals aufgeben, so dürfen auch wir nicht unser Vertrauen in die Menschheit erschüttern lassen. Also geht es sehr wohl darum, voller Vertrauen das Alte immer mehr hinter sich zu lassen, um Raum zu schaffen für das Neue, dass das Neue zugelassen wird. Und auf der Basis einer lichtvollen Gegenwart, dass wir in der Gegenwart einfach die Dinge auch mal geschehen lassen dürfen, uns selbst auch mal sein lassen dürfen und aus dem Moment der inneren Besinnung, des liebevollen inneren Schöpfens heraus, zur Klarheit und Weisheit uns stetig mit jedem Tag voller Freude und Zuversicht hinentwickeln. Und so geht es immer darum, in der Versöhnung und Vergebung voller Vertrauen die Hand
einander zu reichen, auch der Welt zu reichen und am Gotteslicht in seiner göttlichen Schöpfung niemals zu zweifeln. Die Botschaft des neuen Jahres ist, gehe stets bewusst als liebevoller Mensch deinen Weg entlang. Die Engel arbeiten an lichtvoller Entwicklung und je mehr der Mensch sich auf liebevolle Weise im Miteinander auf das Lichtvolle besinnt, umso mehr können die Wunder im Kleinen wie auch im Großen, im Inneren wie auch im Größeren Frieden stattfinden. Mögen wir das neue Jahr mit seinem Zauber jeden Tag ganz bewusst willkommen heißen. Und in diesem Sinne möchte ich allen ein gutes, gesundes, gesegnetes neues Jahr wünschen, mit viel Inspiration, Kreativität, Zauber und vor allem Liebe.